Seid ganz herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Frag den Povrot. Und ich habe mal wieder ein brisantes Thema rausgesucht. Es ist diesmal kein Thema, das sich mit Suizid beschäftigt, aber auch ein Thema, das ein Problem darstellt, das vielleicht auch ein Problem darstellt, wo sich viele gar nicht trauen, das mal zu erzählen. Hier hat sich jemand getraut, also vielen, vielen Dank für die E-Mail. Vielen Dank natürlich für alle E-Mails von euch. Ich lese jetzt erstmal natürlich wie immer die Nachricht vor und dann besprechen wir das Ganze. Und ihr diskutiert wie immer in den Kommentaren und wir helfen gemeinsam und machen diese Welt gemeinsam ein bisschen besser. Also, die Nachricht. Hey Povrot. Es wird ja immer von Übergewicht und Abnehmen geredet. Doch es gibt auch Menschen wie mich, die untergewichtig sind. Ich bin 14 Jahre alt, 1,76 groß und habe nur 43 Kilogramm auf der Waage. Ich werde oft von Leuten angesprochen, oh Gott, wie dünn bist du denn? Bist du magersüchtig? Iss mal mehr. Und dann werde ich auch oft sehr depressiv. Beim Einkaufen habe ich auch sehr wenig Auswahl und kann mir fast keine Hosen oder T-Shirts kaufen, weil sie mir alle nicht passen. Klar, logisch. Ich esse mit Leidenschaft und kann es mir auch nicht erklären, warum ich so dünn bin bzw. untergewichtig bin. Kannst du und deine Community mir helfen, wie ich Muskeln oder Fett aufbauen kann? Also, es geht hier um eine junge Person, ob Mann oder Frau, ist gar nicht klar, wird zumindest hier nicht klar. Die ist untergewichtig. Richtig krass, 1,76 groß, also ich sag mal normale Größe, aber 43 Kilo. Das Ding ist jetzt, wenn es sich um eine Frau handelt, dann würde die halt sehr, sehr schlank sein. Vielleicht ist es wirklich ein Junge, weil er hier auch noch von Muskelaufbau spricht oder weil er eben doch sehr häufig angesprochen wird. Und wenn es ein Junge ist, wirkt das natürlich noch krasser, weil als Mann... Natürlich hat man eine etwas andere Statur und Männer sind halt von Natur aus kräftiger oder wiegen mehr auf jeden Fall als Frauen in derselben Größe. So ist es halt. Und hier haben wir jemanden, der zu dünn ist, der von sich selber aber sagt, ich bin gar nicht magersüchtig, sondern ich esse richtig gut, richtig viel, aber ich nehme nicht zu. Und ich will jetzt hier in dieser Folge Frag den Povrot eigentlich zwei Sachen anschneiden. Einmal will ich schon nochmal über das Thema Magersucht sprechen. Das heißt aber, wenn man bewusst, weil man sich selbst zum Beispiel nicht mehr schön findet, dass man dann wirklich bewusst auf Essen verzichtet oder das dann später wieder erbricht sozusagen, also bewusst. Es gibt diese Variante, aber es gibt auch die Variante mit Krankheiten. Und hier... So, ich hoffe, du schaust dir das natürlich an. Ich gehe davon aus, sonst hättest du mir die E-Mail nicht geschrieben und an die Community. Aber ich gehe mal davon aus, hier könnte es sich um ein medizinisches Problem handeln. Und erstmal, bevor ich halt auf die andere Sache mit der Magersucht eingehe, möchte ich hier erstmal wirklich auf diese E-Mail hier antworten und da helfen. Und zwar ist es so, du warst jetzt, glaube ich, hier 14. 14 heißt noch ziemlich jung. Ziemlich jung heißt, es kann sein, du hast jetzt einen Wachstumsschub gehabt. So, das hatte ich auch. Vielleicht glaubt es der eine oder andere nicht, aber ich war früher echt ein Schlanker und hatte mega Probleme zuzunehmen. Und ich wog auch ein bisschen weniger dann als viele meiner Klassenkameraden. Dann habe ich angefangen mit Fitnesstraining. Dann irgendwann hat ja auch das Wachstum aufgehört. Und dann konnte ich auf einmal wirklich problemlos Masse zunehmen. Und jetzt muss ich ja aufpassen, dass ich nicht zu viel Masse zunehme, dass ich nicht zu viel Fett auf jeden Fall irgendwie sammle, weil ich liebe es auch zu essen. Ich könnte euch das jetzt hier eigentlich zeigen, auch passend zum Thema Chicken Wings, hier sind Pommes. Also der ganze Tisch hier ist voll mit Essen. Und ja, ich esse halt super gerne, meine Freundin auch. Und wir gönnen uns dann auch gerne was. Glücklicherweise habe ich halt nicht dieses Problem, dass ich irgendwie dann zu dick oder zu dünn werde. Also ich kann das ganz gut managen. Aber auch, weil ich mich damit ein bisschen auskenne. Und darum geht es jetzt auch. Also prinzipiell ist es so, es gibt quasi ein Naturgesetz, das besagt, wenn du mehr isst, als dein Körper verbraucht, dann musst du zunehmen. Egal, ob du das in Form von Eiweißen, von Fetten, von Kohlenhydraten zu dir nimmst, du musst zunehmen. Denn dein Körper hat einen gewissen Verbrauch. Und wenn du darüber hinaus isst, dann hast du eine Reserve. Und der Körper muss mit dieser Reserve was machen. Du wirst häufiger auf Toilette gehen, weil diese Reserve ja auch zu einem Teil raus muss. Aber auf der anderen Seite wird der Körper das natürlich auch in Form von Fetten eigentlich umwandeln. Oder natürlich, wenn man dann Training macht, auch mit ein bisschen Muskulatur verbunden. Aber für den Körper ist es am effizientesten, auf jeden Fall Fett anzulagern. So, das ist aber jetzt nicht das Thema hier, um diesem jungen Mann zu helfen. Das soll aber heißen, vielleicht isst du nicht genug. Ich war damals Fitnesstrainer und ja, ich ändere ja jetzt auch wieder meinen Job und so weiter. Und ich werde dazu im nächsten endlich Wochenende was erzählen.
Aber ja, YouTube bleibt aber YouTube, keine Sorge. Aber es ist auf jeden Fall so, ich habe damals Leute betreut, die gesagt haben, sie essen genug. Und die haben sich tatsächlich selber belogen. Die dachten einfach, es wäre genug. Weil viele denken ja, einmal frühstücken, einmal Mittagessen, einmal Abendessen, das ist genug. Erstmal kommt es noch darauf an, was für eine Menge isst du da. Also kontrolliere dich wirklich selber jetzt, wirklich für diese E-Mail, für diese Person, für alle anderen von euch, die auch vielleicht, aber auch auf der anderen Seite, die auch vielleicht abnehmen wollen. Und hier halt, wenn du zunehmen willst, kontrolliert euch wirklich und dann guckt, dass ihr euch selber nicht belügt. Macht das nicht so, dass ihr so ein anderthalb Brötchen esst und dann sagt ihr, ja, ich habe ja quasi zwei gegessen. Also sowas nicht, das macht man ganz gerne, um eben auch sich selbst ein gutes Gewissen dann zu machen oder um auch anderen gegenüber natürlich nicht irgendwie zugeben zu müssen, dass man vielleicht zu wenig isst oder eben zu viel isst, je nachdem. Und belügt euch nicht, schreibt es einmal ganz vernünftig auf oder ihr müsst es nicht aufschreiben. Es geht aber nur darum, dass es einem bewusst wird. Und ich erzähle euch mal, wie ich zugenommen habe, als ich, ja, ich war ja damals, das war Zivildienst, ich war 19 Jahre alt, war richtig gut im Training, richtig im Saft und habe aber auch mega viel gegessen. Da hat mein Körper mir das auch noch so vom Fett her, hat er mir das relativ gut verziehen und ich hatte einen richtig tollen Pump. Also ich war richtig schön aufgepumpt im Fitnessstudio. Und das war so, ich habe morgens gegessen, vor dem Zivildienst Frühstück. Dann habe ich nochmal gefrühstückt um 10 Uhr beim Zivildienst. Dann gab es um 12 Uhr dort in der Kantine Mittagessen. Dann hatte ich um 16 Uhr zu Hause nochmal Mittagessen. Dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Ich muss zugeben, mir war ziemlich oft auch ziemlich übel, weil wenn man den Magen voll hat, sollte man eigentlich einen Moment warten mit Sport. Aber ich war jung, ich war motiviert, naja, und habe nicht so viel nachgedacht, habe mehr so meinen Instinkten vertraut. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann schon das zweite Mittagessen, weil ich hatte ja beim Zivildienstkantine Mittagessen, 16 Uhr nochmal Mittagessen, ins Fitnessstudio. Nach dem Fitnessstudio bin ich nach Hause, um 18 Uhr wieder Mittag gegessen. Also das ist mein drittes Mal Mittagessen und dann habe ich noch Abendbrot gegessen. 6 vernünftige Mahlzeiten und es kann sein, dass da ab und zu nochmal sich ein Eiweißshake mit eingeschleust hat. Gut, jetzt sagen viele, das ist krass, aber ich habe es einfach durchgezogen, weil ich was erreichen wollte. Und hier muss man mal schauen, wie viel isst du? Es ist ja noch nicht so detailliert. So, da ist jetzt ein Problem, Größe und Gewicht, aber ja, und das heißt, der isst viel. Aber dieses viel Essen, das ist relativ. Man muss das wirklich anhand so einer Norm sehen. Und das, was ich hier gezeigt habe, das war viel. Das war wirklich viel, das war bestimmt. Also guckt euch das mal Kalorien an. Man kann das richtig geil tracken. Es gibt tolle Apps, die einen ermöglichen. Da habe ich auch in meiner Diät habe ich das letztens benutzt, damit ich so wusste, dass ich genug Eiweiß auf jeden Fall zu mir nehme. Und da habe ich wirklich jede Mahlzeit aufgeschrieben, schön auf dem Handy eingetippt. Da gab es Grammangaben, viele Nahrungsmittel waren schon gespeichert. Und da habe ich gesehen, wie viele Kalorien ich zu mir nehme. Und so eine Person hier, also du musst schauen. Guck einfach mal wirklich, was isst du an Kalorien, wenn auf einmal nur rauskommt, oh, du isst 2000, 2500 und bist gerade in Todeswachstum. Ich habe auch eine Zeit lang 3, 4, 5000 Kalorien gegessen. Das schafft man. Das schafft man, aber man sollte es mit Köpfchen machen. Man sollte auch nicht von jetzt auf gleich sofort 5000 Kalorien essen, wenn man vorher 2000 isst. Aber versuche auf jeden Fall, das ein bisschen zu erhöhen. Es wird hier, wie gesagt, nicht deutlich. Da kannst du mir auch gerne nochmal bei Facebook schreiben oder schreib es einfach in die Kommentare, was du so isst, wie viel das ist, so ein bisschen genauer. Weil diese E-Mails, oft schreibt ihr mir die E-Mails und die sind dann halt so ein bisschen, ich sag mal, die reißen das Thema oberflächlich an, aber da kann immer noch mehr hinterstecken. So, und ich versuche natürlich so gut wie möglich drauf einzugehen. Die Community versucht so gut wie möglich drauf zu reagieren. Und vielleicht hilft das auch schon. Ich habe übrigens zu dem Thema, um mich eben auf dieses Frag den Powerwort hier vorzubereiten, habe ich geschaut im Internet zum Thema Magersucht, Bulimie, Anorexie. Es gibt ja diese ganzen verschiedenen Formen. Aber das hier ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt eine Magersucht, weil du ja bewusst trotzdem versuchst, viel zu essen. Ich denke, es kann was mit deinen Schilddrüsenhormonen zu tun haben. Deshalb, falls es wirklich so ist, dass du dich nicht belügst, dass du wirklich viel isst, dann solltest du vielleicht mal zum Arzt gehen und der sollte mal testen, ob du eine Schilddrüsenüberfunktion hast. Hast du eine Schilddrüsenüberfunktion, werden zu viele Hormone aus der Schilddrüse ausgestoßen, die deinen Stoffwechsel zu sehr ankurbeln und dadurch, dass dein Stoffwechsel zu sehr angekurbelt ist, kannst du nicht zunehmen, auch wenn du viel isst. Also das musst du mal schauen. Auf der anderen Seite gibt es die Schilddrüsenunterfunktion, also auch für Leute, die natürlich sehr, sehr kräftig sind und versuchen mega wenig zu essen,
aber gegen die Hormone, das, was der Körper mit einem macht, dagegen kann man sehr wenig machen, wenn man sich natürlich nicht helfen lässt. Also Ärzte haben dann, da kann man das medikamentös einstellen und das ist völlig ungefährlich und schon kann man auf einmal ein ganz normales oder ein gesünderes Leben auf jeden Fall führen, indem der Körper sich, indem man sich in seinem Körper ein bisschen wohler fühlt. Und ich habe mich halt auf dieses ganze Thema auch ein bisschen vorbereitet und ich habe zum Thema Magersucht sofort ein tolles Forum gefunden und deshalb lasst euch häufig, bitte, wenn ihr Probleme habt, weil ich muss immer mit so einer Verzögerung diese E-Mails beantworten, weil es einfach zu viele sind, auch bei Facebook. 2-3 Wochen müsst ihr mir mal Zeit geben, bevor ich eine E-Mail beantworten kann mit einem wichtigen Problem halt. Und schaut auf jeden Fall auch selber, ihr werdet ja schon aktiv, weil ihr mir schreibt, weil ich an die Community wendet, aber werdet auch aktiv und googelt einfach mal euer Problem und schaut in so Foren nach, denn da sind wirklich ganz, ganz viele Leute, die sich schon genau mit diesem Problem beschäftigt haben und die auch schon da rausgekommen sind und die eine Lösung gefunden haben und die wirklich auch Fachwissen mit an den Tag legen. Und wir sind viele, wir versuchen das Beste, um das hier alles ein bisschen zu lösen. Aber es gibt noch mehr Menschen. Es gibt noch mehr wie uns, die helfen wollen. Und es gibt auch mehr, die Probleme haben und die aber auch schon gelöst haben. Und auch mit Negativbeispielen. Also es gibt negativ-positive Beispiele. Und aus allem können wir lernen. Also, kurz mal das Thema Magersucht. Ich bin zu dünn. Man kann ja wirklich diese ganzen Schlagworte einfach mal eingeben, sich schlau lesen, dann in den Kommentaren helfen, kommentieren. Das Wichtigste, die Essenzen, die man aus dem, was man im Internet gelesen hat, rausnehmen. In die Kommentare schreiben und dann helfen wir. Und ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Also ich denke, es ist kein so Magersuchtsproblem, das damit zu tun hat, dass du deinen Körper nicht liebst oder dich zu dick fühlst und dadurch jetzt zu wenig isst. Ich will niemals ausschließen, dass man es nicht unbewusst macht, weil es gibt auch solche Fälle. Aber wenn du sagst, du isst genug und jetzt, ich habe dir gesagt, track das Ganze, zähl mal die Kalorien, guck mal, was du am Tag isst und versuch mal die Kalorien mal ruhig, um 500 nochmal hochzuschrauben. 500 Kalorien, das sind anderthalb Cheeseburger, eine halbe Pizza, das ist leicht gemacht. Versucht das natürlich über gesunde Nahrungsmittel reinzukriegen, also vielleicht einen schönen Magerquark mit Obst und eine Banane noch schön mit reinschneiden, also mit irgendwelchen gesunden Sachen, ein bisschen Proteine mit dabei. Dazu natürlich Sport treiben, es gibt viele tolle Möglichkeiten. Lest euch schlau, also nicht nur die Person, die E-Mail geschrieben hat, lest euch schlau, ihr, die da gerade zuguckt, und schreibt ein bisschen was in die Kommentare. Wir diskutieren das Ganze gemeinsam und wir helfen wieder. Wir helfen gemeinsam, diese Welt ein bisschen besser zu machen. Ich bin euer Pavarotti. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich wünsche hier natürlich super viel Erfolg und allen anderen, die ihren Körper positiv verändern wollen. Es geht auf jeden Fall. Es dauert manchmal ein bisschen Zeit, aber jeder kann seinen Körper, seinen Geist, seine Seele ins Positive verändern. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.